Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Was soll das bitte heißen? Erstens einmal, warum nicht? Zweitens, Herrenjahre? Was ist mit Frauen? Warum müssen wir bitte alles immer in diese Schubladen stecken? Da staubt's nur. Die einen lernen lieber praktisch, die anderen lernen lieber theoretisch. Die einen hören auf ihren Bauch und die anderen überlegen lang und gründlich und kommen genauso ans Ziel. Die einen sind gern frei und selbstständig und arbeiten auch so und die anderen übernehmen halt gern Verantwortung. Und sie übernehmen Verantwortung auch für andere. Die einen, die müssen das Material, mit dem sie arbeiten, mit allen Sinnen erfassen, sie müssen spüren. Und andere setzen sie hin und stellen sich im Kopf alles vor. Überall liegen die Möglichkeiten, in allen Sparten und in allen Berufen. Und vielleicht sollten wir genau das auch den Jungen vermitteln. Vielleicht sollte man nicht mehr vom Fachkräftemangel erzählen, sondern Fachkräfte wieder mehr motivieren. Vielleicht ist es an der Zeit zu zeigen, dass es nicht nur einen einzigen Weg zum Erfolg gibt. Es gibt unendlich viele Wege zum Erfolg. Vielleicht sollten wir Lehrberufen wieder den Respekt geben, den sie mehr als verdient haben. Und vielleicht sollten wir alle miteinander aufhören, dauernd drüber zu reden und zu reden und zu reden und endlich anfangen, was zu machen.